Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es ist Sonntag und einen guten Tag, einen guten Morgen oder wann immer ihr auch dieses Video seht. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Ich weiß nicht, wie diese Videos jetzt kommen. Also heute kriegt ihr das jetzt offiziell. Ab morgen, also ab Montag, kommt eins um 18 Uhr, habe ich bereits schon hochgeladen und vor und als nicht als Premiere, sondern als Veröffentlichungszeitpunkt nächste Woche, morgen, also ab 18 Uhr und übermorgen habe ich auch schon ein Video vorbereitet und schon hochgeladen für ab 18 Uhr und deshalb weiß ich jetzt nicht, wie dieses Video jetzt hier gestaffelt wird, wenn ihr diese Videos nachher bei mir auf dem Kanal seht. Ich weiß nicht, ob dieses Video, das jetzt da ist, als erstes bleibt und die anderen beiden Videos vor meinem Video hier veröffentlicht werden oder ob dieses Video trotzdem bleibt und die danach veröffentlicht werden. Ich weiß halt nicht, wie das hier bei YouTube jetzt angezeigt wird. Habe ich mal gehabt früher, ist aber schon eine Zeit lang her. Entschuldigung. Wie geht's euch? Mir geht's gut, ich habe schön Urlaub gehabt, habe in meinem Urlaub einiges gemacht bekommen. Wie gesagt, ein paar Videos vorproduziert habe ich schon, so zwei, drei Stück. Habe aber auch schon an meinem Escape Room Spiel weiter programmiert und bin da auch sehr weit gekommen. Ja gut, einen Raum weit, habe aber alle Probleme beseitigt, die in Raum 5 waren. Jetzt bin ich in Raum 6. Also da geht es auch voran von 40, die ich geplant habe, obwohl wir können auch alle 50 machen, da mache ich 25 pro Diskettenseite. Sehen wir noch, wenn es soweit ist. So, heute ist Sonntag und was heißt das? Flohmarktzeit. Ja. Und da habe ich mich entschieden, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich auf den Flohmarkt gegangen bin. Erstens, es waren horrende Preise manchmal. Ich habe Diablo 1 gesehen für eine PlayStation. Ich habe mich gefreut wie eine Sau, bin dann zu dem hin und habe gesagt, du pass mal auf, was willst du denn für die PlayStation haben? Sollte das, was da drauf steht. Da habe ich gesagt, da stehen 69 Euro drauf. Ja, will er auch haben. Habe ich gesagt, danke fürs Gespräch, wieder zurückgestellt, mich rumgedreht und bin gegangen. Weil ich sage, 70 Euro bezeichne ich für ein PlayStation 1 Spiel. Ich habe jetzt für ein PlayStation 4 und ein GameCube Spiel zusammen, gerade mal, wenn es hochkommt, zwei Drittel von dem bezahlt, was ich für einen Diablo bezahlen möchte. Dann versuche ich mein Glück lieber auf der Retro-Börse. Das wird wahrscheinlich auch meine letzte Retro-Börse sein, weil auch da die Preise explodieren. Bin das auch klar. Jetzt werden einige sagen, Inflation, Inflation. Ich habe meine PSP verkauft am Dienstag. Mit all meinen 49 Spielen und habe dafür nur 100 Euro verlangt, weil ich gesagt habe, ich muss nicht diese horrenden Preise aufrufen, die auf eBay gehandelt werden. Und zumal es war noch Leute gab, die das nach unten handeln wollten. Da habe ich dann gesagt, nö. Ja, 75 Euro. Und ich habe gesagt, nö. Jetzt werden einige fragen, ja, warum hast du uns nicht Bescheid gesagt? Ganz einfach. Ich möchte das Zeug nicht verschicken, sondern ich wollte es an Selbstabholer. Der hat es auch selbst abgeholt. Dankeschön nochmal. Der wird mein Video nicht sehen. Trotzdem Dankeschön nochmal. Hat sich gefreut, seine 10. PSP. Habe ich gesagt, da, neuer Akku. Heißt hier, ganze gekabeltes Ladestation. Heißt alles. Viel Spaß. Gut. Dann habe ich mir jetzt auf meinem Flohmarkt, ich bin mit dem Ziel auf den Flohmarkt gegangen, Schallplatten. Für die Schallplatten, die ich wollte, Michael Jackson, Genesis habe ich keine gefunden. Dafür habe ich zwei andere Schallplatten gefunden, die ich dann gesagt habe, okay, hole ich die, dass ich wenigstens ein paar Schallplatten wieder habe in meiner Sammlung. Und dann habe ich noch was gefunden und zwar habe ich für 5 Euro habe ich hier so ein, mir so ein Multimeter geholt. Weil viele Leute hingehen und sagen, ja, C64 überprüfen und so weiter, dann braucht man meistens ein Multimeter dafür. Ich selbst hatte nie einen Multimeter. Jetzt habe ich einen, das ist Premiere. Da ist auch alles dran, außer diese Klammern. Die gibt es hier noch, glaube ich. Man kann die, glaube ich, extra nachbestellen. Es gibt da, glaube ich, noch so Klammern, die man da dran machen kann, dass man das eine an so einen, ne, dran machen kann und so weiter. Und wie gesagt, das jetzt hier ist, ist ein Multimeter. Ruhen wir ganz kurz. Hoppala, das ist sogar, funktioniert sogar, ist sogar mit Strom. Hier, wunderbar. Das sieht man jetzt wunderbar. Hier, so, klasse. Wunderbar. Ich muss mich noch ein bisschen rausfriemeln.
Weil wenn ich dann irgendwann mal selber meinen C64 überprüfen möchte, beziehungsweise gucken will, ob da alles in Ordnung ist, und dann braucht man, glaube ich, ein Multimeter. Das ist, glaube ich, von Vorteil, wenn man sowas hat. Es ist, glaube ich, schadet nie, wenn man ein Multimeter hat. Die denke ich schon zum Durchmessen von Geräten oder so. Ich denke, das ist schon brauchbar. Und für 5 €, sage ich schon mal so, habe ich ein Grundmultimeter, alles gut. Alles in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, diese Klemmen und Zubehör für Multimeters, ich glaube, da gibt's bestimmt was, wo man kaufen kann. Gibt es bestimmt auch was von Ratio Farm. Also, ja, da habe ich gesagt, für 5 € habe ich gesagt, schaue ich zu. Weil die Dinger sind manchmal mehr wert. Gut, die haben dann auch natürlich mehr Zeug dabei. Kosten dann auch dementsprechend mehr. Gut, das habe ich mir dann auch gesagt, das soll es dann nicht gewesen sein. Also, 5 € habe ich gesagt, da habe ich bestimmt nichts verkehrt gemacht. Dann kann ich mal an meinem kaputten 1541 Laufwerk, da kann ich mal durchtesten. Das ist ganz gut. Wenn ich da was kaputt mache, ist es nicht so schlimm. Dachte ich mir so, gut. Dann habe ich jetzt noch, wie gesagt, zwei Schallplatten. Die habe ich mir dann organisiert. Das eine sind 20 Top-Stars von Fade to Grey, Hands Up und so weiter. Visage und so weiter. Ich habe gedacht, gucken wir uns mal an, die Schallplatte. Kaufen wir die. Die hat jetzt 1 € gekostet. Habe ich nichts gesagt. Die hier hat 5, also die hier hat 1 € gekostet, die hier hat 5 € gekostet, ist von Catcher Gugu. Habe ich mir auch gedacht, komm, so Catcher Gugu kennst du ja, ne? Die haben ja immer so zwei, drei Hits gemacht und aus den 80ern, so One-Hit-Wonders. Und Catcher Gugu, wie gesagt, kenne ich, ist Limahl dabei, ne? Never-Ending Story und so weiter. Too Shy und so weiter. Und da gibt es auch, glaube ich, zwei, drei. Ich habe, glaube ich, da das Album habe ich, glaube ich, mal als Kassette gehabt oder als CD. Und da gab es so zwei, drei Lieder, die mir sehr gut gefallen haben. So, also habe ich mit dem Kauf, das waren 6 €, nichts verkehrt gemacht. Damit bin ich bei 11 €. Bevor ich jetzt weitermache, schreibt euch mal die 11 € oben im Gedächtnis ein. Ich habe ja meine PSP für 100 € verkauft und habe gesagt, mit den 100 € gehe ich auf den Flohmarkt. Dann kam eine Freundin, also die Tochter meiner Ex-Freundin zu mir und sagte, du pass mal auf, wir brauchen ein bisschen Hilfe. So für 10 Tage ein Fuffi. Hab gesagt, komm, ich habe das Geld gerade da. Habe ich gesagt, ich gebe das. Und ja, dann habe ich ihr das halt gesagt, komm, eigentlich war das für den Flohmarkt gedacht, dann hebst du halt wieder Geld ab. Ich also wollte zu meiner Bank, die Bank war zu, ich kam nicht rein. Puh. Gut, das ist jetzt interessant. Sonntag sind die Banken scheinbar komplett zu. Das heißt, ich musste an eine Fremdbank gehen und nochmal 5 € extra bezahlen, damit ich 100 € abheben kann. Ich habe aber gesagt, sag mal so, ich hebe dann lieber 100 € ab oder 200 € ab als 50 €, weil ich sage mal so, 5 € tun mir bei einem 100-Euro-Schein weniger weh als bei einem 50-Euro-Schein. Und deshalb, ja, habe ich mir dann einen Huni geholt. Und am Schluss, sage ich euch, was ich, für den ganzen Rhabarber bezahlt habe. So. Und jetzt kommen noch die zwei letzten Artikel, die ich gekauft habe. Ich wollte dann, wie gesagt, dieses PlayStation 1-Spiel, da habe ich überall geguckt, wo überall PlayStation 1-Spiele waren, ob die vielleicht ein Diablo haben, das recht günstig ist. Dann war ich bei jemandem gewesen, der hat allein nur für Nintendo 64 Spiel, weil da Mario drauf war, Mario Party, ja, haben die 60 € gewollt. Nur für die Cartridge, mit ohne Anleitung und mit ohne Verpackung, also nur die Cartridge. Ich gesagt, Leute, ihr habt doch alle gar irgendwo den Schuss nicht gehört. Das ist mal ganz ernsthaft. Gut, da habe ich aber jetzt zwei Sachen. Das erste Spiel habe ich schon mal gehabt, das habe ich leider Gottes nicht mehr. Und das habe ich mir nochmal geholt. Und zwar Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusion. Ist auf Deutsch. Er hat gesagt, da ist auch alles drin. Da habe ich auch noch gesehen, die hatten damals einen Tomb Raider 4. Gab es da jemanden, der hat einen Tomb Raider 4 gehabt für den PC in der Big Box? Es war zwar alles drin, aber die Big Box, die war so verbeult und verdellt. Und habe ich gesagt, Leute, nee, nicht böse gemeint, aber das kaufe ich nicht. Na, er hat gesagt, 1 €. Ich sage, nee, lass mal gut sein. Da hat es jemand gegeben, der hat ein Tablet von Lenovo gehabt, ein M10. Dann habe ich gesagt, was willst du dafür haben? Sagt dann, Huni. Dann habe ich geguckt. Ich glaube, Lenovo Tablets kriegt man, glaube ich, schon für unter 90 €. Also, worum soll er? Sagt er, hier ist noch mit Rechnung und noch nicht alt und noch ganz neu. Ich sage, will ich bei Amazon kriegst für 10 € billiger und kriegst quasi
eingeschweißt, fabrikneu. Das hat in der Sonne gelegen. Quasi, er hat sogar noch nicht drin und im Unterstand, also wo das Parkhaus selbst ist, sondern er hat es draußen, wo die Sonne drauf geschienen hat und alles drum und dran. Er hat viel Spaß. Danke fürs Gespräch. Das Ding kannst du in die Tonne treten. Also, für das und für das Spiel hier, weil das wollte ich unbedingt wieder haben, das ist Skyrim VR. Weil ich bin so ein, das ist sogar noch, das ist noch Ziel, das ist noch eingeschweißt. Das hier ist eingeschweißt, noch original eingeschweißt, also noch nie ausgepackt. Und das hier wurde ja schon mal ausgepackt, sieht man auch da. Und beide hätten zusammen 50 Euro kosten sollen, ich habe 45 bezahlt. Also im Großen und Ganzen habe ich dann so die 11 Euro plus dann die 45, da waren wir so bei 51, 56, 57, Moment, stopp, jetzt bin ich gleich noch bei 11. Das sind 46, das sind 56 Euro. Aber ich habe mir noch für 3 Euro dann noch 3 Euro, 3 Euro eine Rostwurst gekauft, die erstens total wässrig geschmeckt hat und zweitens war der weg von gestern. Also das Brötchen, das Weckchen, das war von gestern. Das hat man gemerkt. Ich dachte mir so 3 Euro. Klar, dass sie immer zum Flohmarkt kommen. So, und es hat für alles, wie gesagt, dann ungefähr mit Rostwürstchen, mit allem drum und dran ungefähr 60 Euro ausgegeben. Ziehen wir von den 150 Euro, die ich hatte, die 50 Euro weg, die ich hatte als von der PlayStation Portable. Da habe ich eigentlich von meinem Geld nur 10 Euro für den Flohmarkt ausgegeben. Sehr gut, mein Ziel war erreicht, unter 50 Euro Geld ausgeben. Wie gesagt, die 50 Euro waren ja von meiner PSP. Und wie gesagt, das letzte Mal, dass ich jetzt, ich werde noch einmal auf die Retrobörse gehen, wahrscheinlich. Das ist am 11. November. Das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass ich dorthin gehe, einfach weil ich mir dann noch das hole, was ich brauche. Das heißt, PlayStation 1 Controller, gucke vielleicht PlayStation 1 Spiele oder so. Aber manchmal kriege ich sie bei Amazon günstiger. Aber darum geht es jetzt nicht. PlayStation 1 Spiele, vielleicht habe ich Glück und kriege da mein Diablo 1 quasi unter 70 Euro, was ich ganz geil finden würde. Weil ich will das Diablo 1 für die PlayStation 1 haben. Weil das ist nämlich mit deutscher Sprachausgabe und das hätte ich gern mal gespielt. Weil ich kann es ja auf dem PC spielen, gar kein Problem. Englische Sprachausgabe, alles drum und dran. Aber ich möchte es ja auf der PlayStation spielen, weil das die einzige Konsole ist, wo es mit deutscher Sprachausgabe gibt. Weil die deutsche Sprachausgabe gibt es nicht für den PC. Genauso wie ich eigentlich Seven's Guest immer für die Philips CD-i gespielt habe. Seht ihr bitte Link bei mir in meinem Kanal. Guckt nach Seven's Guest, Patrick Batuhl. Dann sind die ersten 38 Parts sind quasi in Deutschland. Hat bei mir der Controller von der CD-i hat einen Knacks gehabt, die dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und dann musste ich das ummodeln, habe dann auf dem PC weitergespielt, weil zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht auf die Idee gekommen, einfach mal das Kabel zu kürzen. Da bin ich dann ungefähr 2 Jahre später drauf gekommen. Da habe ich aber meine Ex nicht mehr gewohnt. Dann habe ich mein Kabel gekürzt und dann ging es wieder. Da hatte ich ja dann Burn Cycle den Schluss gespielt, weil Burn Cycle auf dem PC wunderbar funktioniert hatte, bis aufs letzte Rätsel. Da hat er die Maussteuerung nicht mehr anerkannt, weil die zwar alle Konsolen- oder Controller-Steuerungen der Philips CD-i auf dem PC über konvertiert hatten und das haben die auch schön umgemodelt. Nur beim letzten Rätsel haben die dann gesagt: Nö, warum sollen wir da jetzt nochmal die Maussteuerung implementieren? Controller-Steuerung ist doch cool. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, gut, dann habe ich mir extra noch einmal für das letzte Rätsel dann nochmal für 25 Euro die Philips CD-i-Version von Burn Cycle gekauft gehabt damals. Aber ich habe die Philips CD-i, habe ich nicht mehr. Habe auch die Seven's Guest-Spiele und die Philips CD-i, also die ganzen Spiele nicht mehr. Gut, das ist wie gesagt gekauft. Mein Ziel war dieses Multimeter. Das war definitiv mein Ziel. Das wollte ich unbedingt haben. Ein paar Schallplatten wollte ich auch haben. Wie gesagt, das war auch ein Ziel gewesen. Als ich dann das Diablo gesehen habe, habe ich dann gesagt, Diablo ist auch mein Ziel. Und ich wollte noch nach Controllern suchen. Und ich habe dann auch Nintendo Switches gesehen, wo ich dann gedacht habe, Alter, kannst du ja vielleicht eine gebrauchte Nintendo Switch kaufen. Eine total verranzte, total verkraunzte Nintendo Switch ohne Netzteil, ohne alles. Wollte der Verkäufer 100 Euro dafür haben. Und dann habe ich dann so, ja, habe ich rumgedreht und bin gegangen.
Aber gesagt, das ist, sag mal, Leute, was wollt ihr bitte schön für Preise? Ich meine, ja, ich weiß, man will mit dem ganzen Zeug Geld verdienen. Aber wenn ich das Zeug für horrende Preise anbiete, gibt's, ich weiß, es steht jeden Morgen ein Vollidiot auf, der diesen Preis bezahlt. Ich meine, siehe nur die Drachis vom Drachenlord, die dem, ich glaube, Tausende von Euronen in den Hals reinschieben. Wo ich dann auch da stehe und denke mir so, okay, also ich müsste mit meinem Geld was Besseres anzufangen. Zu der Version, warum ich jetzt diese beiden Spiele gekauft habe. Erstens, ich wollte unbedingt Spiele haben. Ich habe gesagt, ich will noch Spiele haben, weil irgendwann verkaufe ich meine PlayStation 4. Und meine PlayStation 4 ist ja VR. Das ist hauptsächlich wegen meinem VR. Und ich habe einmal habe ich ja das hier gespielt gehabt in VR. Und es ist einfach geil, wenn man wirklich den Bogenschützen ist und man greift nach hinten und zieht und lässt los und zieht und lässt los. Ich finde es einfach geil. Also Bogenschütze ist was Geiles in VR, ist es Hammer. Und wie gesagt, VR, Skyrim in VR zu spielen, ist einfach. Ich habe ja The One Hour of Gameplay gemacht. Schaut mal auf meinem Kanal, The One Hour of Gameplay, Skyrim VR. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe mir in die Buchsen geschissen. Ich benutze immer diesen Teleporter, weil wenn ich normal laufe, kriege ich Motion Sickness, was nicht besonders dufte ist. Aber ich benutze dann halt meistens die Teleporter-Steuerung, weil die einfach einfacher ist. Und ja, die für die Move Controller, ich wollte mir nochmal neue Move Controller holen. Für die Move Controller wollten die dann auch einen Arsch voll Geld haben. Weil die mit der PlayStation 2 EyeToy-Kamera. Habe ich gesagt, danke. Habe mich rumgetreten, bin wieder gegangen. Und wie gesagt, das Spiel habe ich mal gespielt gehabt. Ist auch in einer The First Minutes of Gameplay bei mir auf meinem Kanal. Ich habe das aber damals dann verkauft. Warum eigentlich? Das weiß ich jetzt nicht mal. Ich habe es aber verkauft. So doof, wie ich halt nun mal bin. Ja, und wie gesagt, das hier, das wollte ich unbedingt haben wegen VR. Ich liebe VR-Spiele. Und PlayStation 4 ist, sage ich jetzt mal, die günstigste VR-Variante. PlayStation generell ist, glaube ich, eine günstigere VR-Variante. Auch PlayStation 5 könnte, glaube ich, günstiger sein, was VR angeht. Weil, was brauche ich für VR? Einen ordentlichen Laptop, der mindestens mal 2000 Euronen kostet. Einen ordentlichen Gaming-Laptop, eine ordentliche Grafikkarte. Dann brauche ich ein VR-Set. Oculus Rift, HTC Vive, keine Ahnung. Kostet halt auch, sage ich mal so, 1500 Euro mit allem drum und dran. Also ich bezahle dann ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro, um ein ordentliches PC-VR-Set zu benutzen. Wo ich dann sage, nee, 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 nein, möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das nicht. Nein, definitiv nicht. Okay, also das waren halt meine Flohmarkt-Dinger. Wie gesagt, habe ich mich entschieden, wirklich, dass ich gesagt habe, das war das letzte Mal. Es ist wirklich eine sehr lange Zeit her, dass ich das letzte Mal auf dem Flohmarkt war. Ich glaube Anfang des Jahres oder so. Oder sogar dieses Jahr, glaube ich, war das das erste Mal. Glaub ich, oder? Ich müsste jetzt gerade lügen. Ich glaube, dieses Jahr war ich schon mal auf dem Flohmarkt, das ist aber auch schon wieder ein paar Monate her. Ist auch egal. Wie gesagt, das war definitiv für mich das letzte Mal auf dem Flohmarkt. Erstens, du kriegst nur verkranzter und vertrudelster Schrott. Dann kaufe ich mir lieber das bei eBay, bei Amazon unter Drittanbietern. Da habe ich ja meine Auswahl, wie zum Beispiel Medimobs, Sammlerparadies. Und so, wo ich sagen kann, oder Rebuy, wo ich sagen kann, bei denen hole ich mir die Schallplatte, weil ich weiß, wenn da drin steht gute Qualität, dann ist es meistens sehr gute Qualität. Und bei Medimobs, wie gesagt, für den Fall, dass ihr jemand von Medimobs seht, ihr seid einfach klasse. Da werde ich mir auch demnächst um die PlayStation VR-Spiele kümmern. Und warum besorge ich jetzt wieder die PlayStation VR-Spiele oder warum besorge ich jetzt generell nur Spiele für Spielekonsolen, wenn ich doch jetzt hingehe und meine Spielekonsolen nach und nach abstoßen möchte? GameCube wird einer der letzten Spielekonsolen sein, die gehen werden. Aus einem einfachen Grund. Mein GameCube hat einen Gameboy Player. Der kann. Oh, das muss ich auch heute noch erzählen. Ich habe einen Gameboy gesehen, inklusive dem Everdrive-Modul für den Gameboy.
Wo ich dann für mich auch gedacht habe, das ist ein Game Boy Classic. Und dieses EverDrive-Modul ist eigentlich für einen Game Boy Color. Weil man konnte das nicht, dann habe ich dann auch gedacht, ja, sollte man dann entweder einzeln verkaufen oder. Naja, das ist halt egal. Gut. Wie gesagt, das ist das Geilste. Wie gesagt, ich komme dorthin, sehe das Diablo. Ich sag, was willst du dafür haben? Du was drauf, die sagt 69 €. Willst du mich verarschen? Dafür kriege ich hier fünf von den anderen Spielen. Ey, willst du es haben? Ich habe gesagt, günstiger ja. Nö. Habe ich gesagt, okay, gut, dann schönen Tag noch. Nee, also irgendwo hört der Spaß auf, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir auch eventuell noch mal ein anderes Mikrofon besorgen. Ich kriege ja mit, dass der liebe. Wie hieß denn der jetzt wieder? Lario? Ist der Lario? Ich müsste jetzt gerade lügen, wie er heißt. Sammler von PlayStation-Spielen und anderen Spielen, Konsolenspielen. Ich glaube, der heißt Lario. Schlag mich bitte tot. Weil da sehe ich oft, die haben jetzt seit neuestem immer diese Ansteckmikrofone und ich will mir eventuell auch so eins besorgen. Dann, das wäre toll. Das wäre toll, toll, Ted. Toll, 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 Ted. Das wäre toll. Super toll. Das ist super toll. Ja. Also irgendwie, wie gesagt, statt Neunkirchen ist ausgestorben, Leute. Boah. Naja, gut. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, mein Urlaub ist vorbei. Ab morgen werden nochmal neue Videos hochgeladen. Wie gesagt, es kann sein, dass dieses Video, das hier, bis am Mittwoch quasi als erstes bleibt und die anderen beiden vorne dran erscheinen. Schaut bitte nach. Ab 18 Uhr werden die Videos freigeschalten. Dann geht es weiter mit Anno 1602. Da habe ich ja auch vor, Anno 1602 erstmal durchzuspielen. Und wenn ich Anno 1602 die ganzen Szenarios durchgespielt habe, dann möchte ich zuerst ein anderes PC-Spiel spielen, bevor ich dann auf Anno 1503 gehe. Aber wie gesagt, da noch sind wir nicht so weit. Wir sind ja erst bei den Anfangsszenarien, nicht? Ja. Ja, und warum habe ich überhaupt PlayStation 4 nochmal geholt? Das könnt ihr auch so nebenbei sagen. Also nebenbei, am Dienstag kommt dann, habe ich jetzt schon vorbereitet, ein Episode für den C64. Ich habe da nicht viel zeigen können, aber das seht ihr dann, wenn das Video rauskommt. Und wie gesagt, jetzt zu der PlayStation 4, weil PlayStation 4 ist das Geile. Ich sag mal, ich bin normalerweise Xbox-Fan. Also hier, wenn man mich fragt, du hast die Wahl, entweder Xbox oder PlayStation, Xbox. Xbox. Wie gesagt, PlayStation aus zwei Gründen. Erstens, VR. Ganz großes Kino und zweitens, PlayStation 4 kann bis zu einer Sp Stunde Spielzeit aufnehmen. Wenn das die Xbox auch könnte, dann wäre meine PlayStation weg. Und die PlayStation, die akzeptiert auch andere Headsets, was ich ganz geil finde, was die Xbox hier nicht macht. Die akzeptiert das nicht. Obwohl doch eigentlich schon, aber nur in Chats, nicht in Gameplay-Aufnahmen. Jo, Gutsche. Ich hoffe, ihr habt mal bei anderen YouTubern reingeschaut und habt denen ein bisschen auf die Nerven gegangen. Da würde ich jetzt gerade behaupten, na, Dankeschön fürs Zusehen. Morgen ab 18 Uhr, wie gesagt, gibt es wieder Videos. Und ja, ich freue mich schon. Ich mache dann heute vielleicht noch Satin-Aufs-Ketten fertig. Also das heißt fertig, ich mache heute noch die Parts für Mittwoch und so. Dann brauche ich noch ein paar schwarzes Schloss. Am Freitag kann ich euch auf eine Doppelausgabe euch vorbereiten. Da freue ich mich schon ganz besonders auf, die euch zu zeigen. Und ja, es ist C64, da freue ich mich schon. Und ich hoffe, wie gesagt, es sind zwar nicht so besonders Spiele, wo man sagt, boah, Alter, das sind dufte Spiele, das sind AAA-Spiele und sonst was sind C64, aber es sind ein paar Spiele, die mir Spaß machen. Und die wollte ich euch zeigen und das ist auch ziemlich lang für meine C64. Viele zeigen. Ja. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns quasi am Montag wieder und bis dahin, euer Patipatul. Bye bye.